In diesem Video verrate ich dir die eine Sache, die dir niemand über das Abitur erzählt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und es gibt eine Sache, die dir niemand über das Abitur erzählen wird, die aber unfassbar wichtig ist. Weil wenn du diese eine Eigenschaft, diese eine Sache nicht verstehst, dann wird das Abitur für dich einfach so ein richtiges Grauen sein. Vielleicht wirst du es einigermaßen schaffen, die Noten zu schreiben, die du schreiben wolltest, aber du wirst niemals, niemals im Prozess des Abiturs andersweise Spaß haben. Du wirst die ganze Zeit nur dich Fragen stellen, du wirst Angst haben, verzweifelt sein, unsicher sein, und deswegen ist es so wichtig, dass du diese eine folgende Sache verstehst. Und zwar, so wie du es machst, wirst du es schon richtig machen. Ja, das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Man kann sich denken, auch bei den, keine Ahnung, über 1800 Tipps, die ich jetzt hier mittlerweile auf diesem YouTube-Kanal gegeben habe. Man könnte sich denken, oh, wenn ich nur eine Sache nicht verstanden habe, dann mache ich alles falsch. Und ja, es gibt Dinge, die kann man wirklich grundlegend falsch machen. Kann ich auch gerne noch ein Video dazu machen. Es gibt wirklich Dinge, die kannst du grundlegend falsch machen. Da kann auch nur eine einzige Sache dazu führen, dass alles andere deswegen nicht funktioniert. Aber wenn du dich dazu entschließt, das Abitur auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, dann mach es auch auf diese bestimmte Art und Weise, weil das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es die beste Art und Weise ist, aber wenn du die Art und Weise, selbst wenn die nur eine 60 oder 70% sinnvoll ist, wenn du die dann auch die ganze Zeit hinterfragst und die ganze Zeit die Frage stellst, oh, was könnte ich noch machen und das und das und das und das, dann wirst du dir einfach die ganze Zeit nur mega unsicher sein und du wirst das, was du dir vornimmst, nicht so wirklich vornehmen. Das heißt, frag dich nicht zu oft, oh, sollte ich Pomodoro-Technik machen oder sollte ich keine Pomodoro-Technik machen? Oder sollte ich morgens lernen, abends lernen? Sollte ich um 6 Uhr aufstehen, um 4 Uhr aufstehen, um 8 Uhr aufstehen? Mach dir einmal Gedanken darüber, entscheide dann, wie du es machen willst, und dann mach's so. Ja, dann mach's einfach so. Weil es gibt so viele Leute, die vor dir das Abitur schon geschafft haben, die auch es nicht besser wussten. Und die 300.000 Leute, die dieses Jahr mit dir Abitur machen werden, die wissen es auch nicht besser. Ja, die wissen es auch nicht besser. Und deswegen bitte, 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 mach dich nicht so sehr verrückt. Sei dir sicher, dass so wie du es machst, wirst du schon richtig machen. Weil natürlich gibt es Dinge, die sehr gut funktionieren. Natürlich gibt es Dinge, die tausendmal effektiver sind als andere Dinge. Deswegen machen wir auch den YouTube-Kanal hier. Deswegen machen wir das Traumabitur-Coaching und so weiter, um euch diese Dinge näher zu bringen. Aber, du wirst niemals Perfektion erreichen. Okay? Du wirst niemals Perfektion erreichen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich so einfach die einzige Person, die aktuell einfach die ganz... Ich bin die eine Person, die sich da den Kopf darüber zerbrechen kann, okay? Ich sitze den ganzen Tag einfach nur hier und überlege mir, was kann man noch einen Ticken besser machen? Wie können wir den Prozess, den wir in unserem Coaching-Programm haben, noch einen Ticken besser machen? Noch ein Prozent draufsetzen. Aber das ist ja das, was ich aktuell als Aufgabe mache. Aber damit ist ja nicht dein Anspruch. Dein Anspruch ist ja, dass du einfach dein Traumabitur schaffst. Und du kannst dein Traumabitur auch mit einer semi-perfekten Strategie schaffen. Natürlich ist es mit der richtigen Strategie wesentlich einfacher, aber es geht auch mit einer semi-perfekten Strategie. Das Entscheidende ist einfach nur, dass du diese semi-perfekte Strategie, die du für dich entweder auf Basis von all dem, was du bisher in deinen Schuljahren gelernt hast, oder wie du einfach nur vorhast anzugehen, wenn du dabei ein gutes Gefühl hast, dann mach das auch einfach so. Und dann reicht das. Weil nur dieses Gefühl zu haben, okay, so wie ich das mache, wird das schon richtig sein, macht einen gigantischen Unterschied. Ich hab mich auch nicht perfekt auf mein Abitur vorbereitet. Und trotzdem habe ich die 1-0 in den Abiturprüfungen geschrieben. Einfach, weil ich an mich geglaubt habe. Und das ist ja auch genau das, was ich euch immer wieder weitergebe. Und deswegen bitte, 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 macht euch nicht so einen großen Kopf. Macht euch nicht so einen großen Kopf. Für diejenigen, die Abitur schreiben und jetzt wirklich noch auch wirklich safe sein wollen, kommt natürlich hier unser Traumabitur-Coaching ganz, ganz klar, weil da bekommt ihr einfach genau die Strategien, die funktionieren. Und wenn du sagst, du willst nicht ins Traumabitur-Coaching kommen,
oder kommst nicht durch die Bewerbung durch oder was auch immer, dann sei euch trotzdem einfach bewusst, dass solange ihr nicht die Sachen falsch macht, die ich in dem kommenden Video mal noch ansprechen werde, wird das schon klappen. Okay, es wird schon klappen. Glaubt einfach an euch und einfach nur die Sicherheit wird ganz, ganz viel ausmachen. Deswegen in diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.